Willkommen zurück bei Transport Fever und weiter geht's hier in der zweiten Kampagne. Wir müssen erstmal eine ganze Menge Passagiere in Monroeville ein- oder aussteigen lassen. Dauert noch ein bisschen. Hier unten, guck mal, da wartet sogar schon einer hier am Bahnhof. An der Haltestelle und am Bahnhof selber wartet auch einer. Und ich kaufe hier gleich noch ein zweites Straßenfahrzeug, wenn das hier drüben in Pittsburgh Nord angekommen ist. Also die ersten Passagiere werden gleich hin und her gedüst. Geldtechnisch ist es noch okay, 3 Millionen haben wir noch. Mal schauen, wie es in Monroeville aussieht, ob wir dort eventuell nochmal ein zweites Straßenfahrzeug brauchen, wobei die Stadt dort halt lange nicht so groß ist wie hier. So habe ich das auch noch nicht gesehen, so aufgeteilt auf drei Bezirke. Hier das Zentrum, Nord- und Südseite. So, da ist das. Das ist alles ganz geil gemacht. Die ganzen Industrien hier. Da sind sogar schon 5 Leute an Bord. Okay. Da kaufen wir doch direkt noch eins. Zack. Und Linie 3. Eventuell. Ich glaube, da müssen wir noch mehr kaufen. Ich glaube, da können wir eigentlich direkt noch eins, wenn die Kutsche wieder ein bisschen weiter ist. Dann kaufen wir direkt 3. Das geht ja hier ab wie bei Schmidts Katze. Echt schnell. Also, na okay. Dann machen wir das so. So, das andere ist jetzt da oben, genau. Dürfte dann vielleicht hier drüben gerade so oder hier auf dem Weg rüber auf die Südseite sein, wenn der hier bei dem dritten ist, wo die zwei Männchen stehen. Wir könnten hier bestimmt auch 4 losschicken. Die stehen ja hier übelst rum. Pass mal auf, ich kaufe direkt mal noch eine. Und schicken wir dann gleich los, wenn das hier, das Fahrzeug hier unten beim Bahnhof ist. Okay, dann doch mehr als 2, 4 oder vielleicht sogar 5 noch. Hier sind nämlich viele Leute, die hier einsteigen wollen. So, die ersten 7 Leute sind in Monroeville ein- oder ausgestiegen. Da kommt der Zug. Können wir mal schauen. Der hat 5 Leute an Bord. Was das für Einnahmen bringen. So, der kommt gerade. Es gibt auch eine Mod, die dann dieses Katsching ausstellt, wenn der Zug oder irgendwas ankommt und hier in der Nähe Seiten dieses Dollarzeichen kommt. Da ist er. So, gleich hört man's. Ding. 26.000. Okay. Waren ja bloß ein paar Leute. Geht noch deutlich nach oben. So, da macht man los. So, ich denke, da haben wir da drüben. Also eins können wir ruhig noch kaufen, ne? Halt. Kaufen wir halt noch eins. Okay, hier ist anscheinend einiges los bei Linie 3. Schau mal ganz kurz hier rüber. Na, hier hält sich es deutlich in Grenzen. Okay. So, komm, fahr los. Gut, dann haben wir da 5. Und man kann jetzt auch, wenn man sich denkt, oh Gott, ich muss ja die ganzen Fahrzeuge, weil es teilweise später wirklich viele Straßenbahnen oder Tramfahrzeuge oder überhaupt Züge werden können. Was mache ich denn? Dem Betrieb der Elektromanufaktur in Monroeville steht nichts mehr im Wege. Wir sollten George Westinghouse dabei helfen, seine Produktion ins Rollen zu bringen. Wachstum, Wachstum, nochmals Wachstum, lautet die Devise. Nur wenn die Produktion rund läuft, wird unser Freund über die Mittel verfügen, um bei der Erforschung des Wechselstroms den entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Und das ist absolut in unserem Interesse. Denn der Profit von Westinghouse ist auch unser Profit. Richtig. So, was ich gerade meinte, kümmern wir uns gleich mal drum. Wenn wir, Moment, ich mach mal kurz auf ein bisschen langsamer. Da hinten kommt er ganz langsam wie so eine Schnecke angerollt. Genau. Moment, ich brauche die Linien.
Hä? Ach genau. Zum Beispiel Linie 3. Da sind ja nun viele Fahrzeuge unterwegs. Also 5, 2 bis 6. Ihr könnt auch die Farbe übrigens ändern. Und hier gibt es dann den Zusatz Fahrzeugersatz. Da kann man auf den automatischen Fahrzeugersatz gehen. Da fährt dann das Auto, was die Lebenszeit erreicht hat, automatisch zurück ins Depot und wird dann durch ein anderes ersetzt. Das könnt ihr dann hier, müsst ihr vorher auswählen, gegen was das ersetzt werden soll. Und dann hier auf Ja. So, und dann passiert das alles automatisch. Ihr könnt auch die Lebenszeit überschreiten, dass ihr sagt, okay, erst bei, wenn die Lebenszeit um ein Viertel überschritten ist, dass es dann ersetzt wird und vorher nicht. So, ich würde damit aber immer eine Weile abwarten, denn die Fahrzeuge können ja locker 30 Jahre oder so auf dem Buckel haben. Und in der Zeit gibt es immer mal wieder neue Kutschen oder neue Züge. Und ihr seht das dann, ihr kriegt das rechtzeitig angezeigt. Die Fahrzeuge, die dann ihr Lebensalter erreicht haben, die werden dann hier in Rot dargestellt. Also die Alter, also die Jahre beim Alter. So, also 26 Leute sind da jetzt schon ein- und ausgestiegen. Was ist das hier? Maschinen produzieren, das haben wir gerade bekommen. Sorge dafür, dass Westinghouse Machines Factory die Produktion startet und die ersten Maschinen an den Mann bringt. Okay, die brauchen, sehe ich doch schon, Stahl und Bretter. Oh, die hier brauchen Kohle und Eisenerz für Stahl. Und Bretter müsste es eigentlich so irgendwo geben. Okay. Da oben. Hier gibt es Bretter, die brauchen allerdings Holz. Und hier, das wäre die Eisenmine. Wo ist denn eine Kohlemine? Uns fehlt noch eine Kohlemine. Da oben. Okay, also Kohle und Eisenerz müssen hier in das Stahlwerk gebracht werden. Dann das Holz hierhin und die Bretter hierhin und das Stahl hier dahin. Oh, da überlege ich jetzt, wie ich das am besten verbinde. Auf jeden Fall mit Eisenbahn. Das hier drüben, ich weiß gar nicht, oh, klappt das? Plus 1 wahrscheinlich ran, ne? Müsste für jeden einen eigenen Bahnhof bauen. Ich meine, das hier kann ja von mir aus 1 werden. Holz hierhin. Und dann die Bretter da hoch. Wir müssen uns aber erstmal darum kümmern, dass Stahl produziert wird. Das heißt, erstmal das Eisenerz und die Kohle müssten zum Stahlwerk gebracht werden. Auch hier kostet der eigentlich mehr, dieser Sackbahnhof? 100.000. Ja, ist jetzt nicht viel billiger. Kann ich auch den bauen. So, dann würde ich da schon mal bauen. Oh, das wird aber eine teure Angelegenheit jetzt. Ach du Scheiße. Ich könnte das halt auch alles mit den kleinen Fahrdingern machen, aber das dauert so lange. Ja, mal schauen, ob wir das... Ich speichere vorher lieber nochmal. Würde du das? Das ist mein Safe-Game. Ah, shit. Ah, da gibt es direkt ein paar Probleme. Sei denn... Oh, fuck. Ja, so irgendwie. Hier wahrscheinlich... Okay, so wäre es am günstigsten. Unter 100.000. So. Okay, jetzt ist das Problem. Wo ist denn das Straßenbahndepot? Das ist da oben. Okay. Dann... Anders. Anders. Erst hier oben noch. So, wir brauchen zwischen dem Bahnhof hier rechts und dem da oben hier noch irgendwo, wo es sich schneidet. Ach Mist, jetzt ist bloß hier vorne eine Straße. Kann ich auch? Ich
doch bloß eine Straße, dass das angebunden ist. Kann ich auch hier einfach mal einen rumbauen, weil ich würde am liebsten den Bahnhof... Würde ich am liebsten hier oben hin bauen. Geht das? Bin ich hier? Ach, Gott sei Dank. So wäre es wahrscheinlich am günstigsten für beide. Ich habe ja vorhin gespeichert. Ich hoffe, das klappt dann mit dem Straßenbahndepot, so wie ich mir das denke. Wenn nicht, dann muss ich hier drüben nochmal ein bisschen was bauen, aber das... Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Nee, 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 hör auf. Nee. Okay, das schmiegt sich hier ganz gut an eigentlich. Okay, und zwar entweder, ich weiß nicht, ob der hier direkt rumdrehen würde vom Straßenbahndepot aus. Wenn nicht, dann müssten wir ganz einfach, halt, das wird nicht funktionieren, hier rüber noch so ein Gleis führen. Kostet ja nicht die Welt. So. Gut, dann müssen wir dann bloß mal gucken, dass die signaltechnisch dann nicht aneinander rauschen. Einmal hier so ein kleiner Stopper hin, damit hier direkt angehalten wird, falls hier was im Weg ist. Dann hier und hier ein und sonst... Na okay, hier vielleicht noch. Nicht, dass die sich hier irgendwie in die Quere kommen. So. Das kommt schon an Deutschland ran, schilderwahltechnisch. Okay, also das hätten wir. Jetzt müssen wir das da oben noch verbinden. Ich weiß nicht, ob das auch nach Spaß aussieht für euch, aber es macht Spaß, auf jeden Fall. Ich finde sowas ganz geil. Früher auch ein großer Fan von Railroad Tycoon gewesen. Oh, das war super. Railroad Tycoon 3 war spitze. Richtig in 3D dann das erste Mal, da konntest du dann selber noch, das fehlt hier vielleicht ein bisschen, so eigene Postämter kaufen oder Hotels mit am Bahnhof anbauen und so weiter. Das war nicht schlecht. So, easy.
Okay, auch hier wieder zwei Signale. Falls einer der beiden Züge hier einfährt, dass der andere erstmal schön wartet. Ja, dann bräuchten wir jetzt zwei Züge, die halt entweder einmal die Kohle von hier hin dahin schleppen und das Eisenerz. Fangen wir mit dem Eisenerz dort oben an. Gibt schon einen elektrischen? Nee, ne? Diesel? Nee. Hm. 114.000 im Jahr, kostet eine halbe Million. Kostet halt nur halb so viel. Ich kaufe mal die hier, das ist mir sonst alles ein bisschen zu teuer. Achso, wir brauchen ja noch mehr. Güter, und zwar Eisenerz. Genau, 10 Tonnen. Wie schwer war die? War die 40 Tonnen schwer? Okay, Gott sei Dank. So, dann kann ich da 4 kaufen. Oh, das haut natürlich ordentlich rein. Auf Eisenerz umstellen. Und dann eine neue Linie von da nach da. Linie 2. Ihr könnt die Linien auch umbenennen, also so ist es nicht, ne? So, der fährt jetzt automatisch los, weil ich direkt über das Linientool das gemacht habe. So. Also hier die ganzen Straßenfahrzeuge, die machen alle schon mal Gewinn. Zug 1 ist noch mit 36.000 in der Kreide. Zug 2, oh, naja. Mal schauen, könnte besser werden. Wir können uns jetzt allerdings leider aktuell keinen wirklichen Zug leisten für die Kohle. Wir hätten zwar das Geld noch, aber Moment, was kostet dieser Waggon? Der war doch relativ teuer, ne? 200.000. Ah, was kostet die? 300.000. Ja, okay, wir könnten uns die und noch zweimal Kohle leisten. Müsste eigentlich reichen, oder? Ich hätte vielleicht hier einen weglassen sollen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wir haben doch vorhin gespeichert. Ich speichere jetzt einfach nochmal. Ich überschreibe das allerdings nicht. Ich mache das mal so. Zack. Ich mache mal kurz Pause. Einmal das. Und zweimal. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind demnächst pleite. Oh, 3 Millionen. Aber wenn wir das aber nett sind, unterwürfigst zu betteln, lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit springen. Danke. 3 Millionen, okay, das ist natürlich viel Kredit. Kredit. Super, ja gut, dann können wir das weitermachen. Neue Linie. Von hier nach dahin. So, leg los. So, und der müsste jetzt eigentlich warten. Oder der wartet, einer von beiden. Der dort oben dürfte eigentlich gleich warten. Bis das Gleis hier frei ist. Nur der fährt weiter. Ah, okay, da oben war nochmal was zum Warten. Gut. Na, hier ist jetzt gerade hochgegangen. Das bedeutet, er kann weiterfahren. Okay. Gut, und auf dem Rückweg kommen die sich dann eh nicht mal in die Quere. Und das Zeichen hier und das da drüben ist halt für Kohle und Eisenerz. Dass die sich dann nicht in die Quere kommen. Und hier genauso, dass einer auf jeden Fall auf den anderen wartet, bis der durch ist. Mal gucken, das könnte vielleicht... Okay, die kommen gerade gleichzeitig zurück, da sehen wir das mal. Also irgendein Signal, kann auch sein, dass das hier jetzt schon anspringt für den Zug. Müsste dem anderen dann sagen, halt, stopp. Mal gucken, einer von beiden hat Vorrang. Welcher? Keine Ahnung. Zug 1, oh, der macht langsam ein bisschen Plus. Okay, wartet der nochmal kurz? Ne, okay, der fährt jetzt weiter. Okay, ist auch gerade frei geworden, wunderbar. Können sie alle beide losfahren. So, wird hier oben schon Eisenerz. Zug 2 lädt gleich zum ersten Mal Eisenerz auf. Wunderbar. Passagiere sind fast die 100 voll. Ist aber auch sehr knapp bemessen mit dem Geld, ne? Also das möchte ich sehen, dass man das ohne schafft. Also ohne Kredit kann ich mir kaum vorstellen, muss ich sagen. So, 10 mal Eisenerz. Wunderbar. Klasse, da liegt schon wieder das nächste rum. Klasse. Super. Okay, also dann brauchen wir noch einmal Holz hier links hin, dass hier Bretter hergestellt werden. Und dann halt da hinten hin zum
Stahlwerk. Ich überlege gerade, wie ich es mache, ob ich das mit einer Linie mache, ob ich halt hier hinten bei der Holzbude sowieso einen Bahnhof, hier unten dann auch leider da nochmal einen Bahnhof und das dann mit dem, also als Einzelnen verbinde. Das wird aber mit den Waggons ein bisschen schwierig. Dass der halt hier hinten das Holz einsammelt, Holz ablädt und hier dann nur die Bretter mitnimmt und weiter hier runter karrt. Da bräuchten wir halt hier noch was, dass die, gut, hier könnten wir, hier mache ich das mit Straßendepot, dass halt hier der Stahl hier rüber geschafft wird. Da werde ich nicht nochmal einen Zug bauen für die 3 Meter. Wobei, das könnten wir eigentlich schon fast machen. Hier wird die Stahlproduktion bald starten, wenn auch Kohle. Kohle wird auch langsam transportiert. Wo ist er denn? Oh, die beiden Züge kommen gerade. Einer müsste jetzt von beiden warten. Mal gucken. Der oder der? Der hier hat freies Signal, dann wird der wahrscheinlich hier drüben warten. Jo, okay, der wartet. Dann mal gucken, was der Kohlezug bringt. 54.000. Oh, das ist aber gut. Okay. Der war noch nicht mal voll beladen. So, der wartet jetzt, bis der hier drüben aus dem Bahnhof raus ist. Und fährt jetzt auch weiter mit seinen 10 Einheiten Erz. Ja, die sind noch fast alle voll hier, die ganzen Straßenfahrzeuge, außer das hier in Monroeville. So, 83.000. Okay, ah, gut. Wunderbar, also so langsam kommt das hier in Fahrt. Und wir machen auch hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.